Dann hüpfen wir doch mal rein. So, hallo an alle, die sich hier auf meinem Kanal hallo. It's me, Jackie D, und wir erklären heute, ob die Rarity Collection absolut overhyped ist. Hierzu habe ich mir zwei Aussagen bzw. Fragen oder Anregungen von Kollegen ausgesucht, und zwar einmal vom Julio und einmal von renner Brain. Ich habe euch natürlich die Links zu den Videos auch unten in die Beschreibung gepackt und pflege sie auch ins Video mit ein. Und ich finde, es sind einfach wichtige Ansätze, die beim Kauf des Produkts mit einbezogen werden sollten. Ich bin gespannt. Ich möchte jetzt nochmal sagen, wir wissen nicht viel über das Set. Wir wissen eigentlich relativ wenig, bis auf wenige Einzelkarten. Wann kam das Video? Vor 21 Stunden. Ah, okay, wir kennen bis jetzt nur ein paar Karten. Aber wir assumen, dass wir ja die 70 Karten aus dem OCG auch bekommen. Aber selbst diese 10 Karten, die wir jetzt hier haben, diese 10. Ja, das sind ja wirklich, bis auf die hier, die ist ja Schmutz, aber die sind doch krank. Das heißt, selbst wenn du nur ein Set baust, wo du diese 9 Karten als alle Raritäten bekommen kannst, wäre das doch schon ein gutes Set. Also jetzt unabhängig davon, wie teuer das erstmal ist. Selbst dann wäre das schon ein gutes Set. Nur von den Einzelkarten, die wir jetzt hier gesehen haben. Ash, Nibiru, Vela, Imperm, Baroness, Savage, Prosperity, Droplet, Tactics. Selbst das wäre schon ein gutes Set, wenn wir noch 70 Karten zubekommen, die alle nicht ganz so geil sind. Wäre das doch trotzdem ein gutes Set. Weil du hast halt nur 80 Karten im Set drin. Und ein Achtel davon ist schon mal, also ein bisschen weniger als ein Achtel davon ist schon mal ziemlich gut. Den Punkt verstehe ich nicht ganz. Weil ich glaube schon, also selbst wenn es nur diese Karten sind, wäre das schon echt ein gutes Set. Aber gucken wir mal, was er weiter zu sagen hat. Karten, aber können trotzdem schon mal ein bisschen drüber sprechen, weil wir Infos haben. Wir wissen beispielsweise, wie viele Karten in dem Set drin, wie das Booster aussieht und. Und daran orientieren wir uns jetzt einfach ein bisschen. Ich möchte jetzt über das erste Thema sprechen, was Julio ein bisschen angeregt hat. Wie schwierig wird es sein, bestimmte Karten zu ziehen? Wie sieht die Pull-Rate bei dem ganzen Spaß aus? Ja. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir uns zum Beispiel da unten als Beispiel mal so eine Blumenbarone nehmen, dass wir dann auf einmal so eine Box haben. Ich mag Hardcluster, die machen einen ganz guten Job. Das Set wird doch safe immer besser als Mama. Mama war ja gar nicht so ein schlechtes Set, das ist halt nur jetzt in Retrospektiv halt nicht so geil, weil die Karten halt daraus alle auf 1 sind. Deswegen, aber Mama selber war ja kein schlechtes Set tatsächlich. Wo dann 100 Blumenbaronen drin sind in Super Rare, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, das wäre tatsächlich Wunschdenken. Ich glaube, dass die Verteilung da einfach deutlich schwieriger dann ist, als wir uns das vorstellen können. Und ich glaube, dass auch die Shortprint-Politik da eine große Rolle wieder spielen wird. Ich gebe Julian da grundsätzlich recht, aber du hast ja jede Karte in 7 verschiedenen Raritäten. Und ich glaube schon, dass wir deutlich mehr Karten sehen werden von dem Print. Also einfach, weil es halt 7 verschiedene gibt. Du hast 5 Slots und die Chancen, so eine Karte zu ziehen, ist doch deutlich größer. Ich glaube, selbst wenn die halt Baroness zur Hölle shortprinten. Ja, aber du, also wenn wir jetzt mal die Setliste angucken, von der Rarity Collection im OCG, ne? So. Du hast jetzt, sag mal, ich zähle jetzt mal die richtig, richtig guten Karten auf, ne? So, Ash, Vela, Gospel, Nibiru, so. Überläufer, Droplets, Lightning Storm, Desires, Extravagance, Prosperity sind 11, Smallbits sind 12, Tactics sind 13, 14 mit Evenly, 15 mit Imperm, dann 16 mit Heat, dann Celine ist Nummer 17 auf jeden Fall, dann Baroness 18, Savage 19, Dark Lord 20, weil Dark Lord ist eine super gute Karte, die auch teuer ist. Das sind 20 Karten. 20 Karten, die wirklich gut sind. Und diese 20 Karten, die kannst du gar nicht so krass shortprinten, wenn du die in 7 verschiedene Raritäten machst. Ich glaube, dass ich das trotzdem nur, weil alle fokussieren sich auf die Blumenbaronen, Es kann sein, dass du die Blumenbaronin vielleicht 2, 3 Mal ziehst in einem ganzen Display oder so ein Scheiß. Oder vielleicht einmal. Aber doch die anderen Karten, die doch auch gut sind, ich glaube, dass die doch einfach den Value halten. Und ich glaube schon, dass die Chance, eine gute Karte zu sehen in Relation zum Set selber, doch ziemlich gut ist. Ne? Klar, weil wir wissen natürlich nicht, wie die Konami es erteilen wird, aber inhärent, wenn wir das Set so bekommen, wie das OCG es bekommt, gehen wir davon aus, sind doch 20 gute Karten drin und ein paar so semi-gute Karten, die man trotzdem halt brauchen kann, die doch einfach gut sind zu pullen in verschiedene Raritäten. Deswegen, die Gesso war da auch im OCG drin, oder? Also ich glaube schon, dass das Set extrem Value halten wird. Ich glaube natürlich nicht, dass das für jede Karte jetzt zutrifft, aber ich denke, man sollte sich hier auch nicht zu sehr versteifen, sagen zu können, ich kann jetzt alle Staples, die da drin sind danach, in absolut günstig spielen. Ich glaube, da könnte man sich schnell in etwas verrennen. Weil so, wir wissen, dass die Rarity... Aber absolut günstig ist ja relativ. Ne? Wenn du vorher für eine Baroness 50 plus bezahlen musstest und du kriegst jetzt eine Baroness für 10, selbst nur die günstigste, die Super Rare, wäre das auch trotzdem so viel günstiger, eine Baroness zu bekommen, als es vorher der Fall war. Und ich glaube nicht, dass eine Baroness in Super Rare aus diesem Set mehr als 10 Euro gehen wird. Selbst wenn die krass geshortprinted ist, weil das Set einfach so viel geöffnet wird. Ich weiß noch damals, mein Elfenschwertkämpfer und ich waren die Kings. Legende. Yu-Gi-Oh! Aus dem Chat, bitte. Also überwarten und dann Fleur kaufen? Wieso Fleur? Fleur kostet doch gar nichts. Fleur hat einen Common Print. Also Fleur Delise kostet ja gar nichts. Collection, wie der Name schon sagt, unterschiedliche Raritäten haben wird. Wir haben jede Karte in 7 Raritäten und die treten unterschiedlich häufig auf. Ja. Die geringste Rarität ist quasi eine Super Rare, das heißt, es ist ein Full Foil Set und wir haben insgesamt 79 Karten in dem Set und haben 24 Booster in dem Display. Wenn wir jetzt überlegen, wir wollen eine bestimmte Karte ziehen, müssen wir natürlich schauen, okay, wie viele Packs müssen wir öffnen, beziehungsweise wie viele Displays müssen wir öffnen, um eine bestimmte Karte zu ziehen. Ich habe das ausgerechnet. Wie gesagt, wenn wir 24 Booster haben, 2 Super Rares pro Pack, haben wir insgesamt 48 Super Rares in einem Display, in einem 79-Karten-Set. Das heißt, man braucht 1,64 Displays, um jede Super Rare zu ziehen. Ohne Shortprints. Was ebenfalls ein wichtiges Thema ist, was Julio... Ja. Naja. ...angesprochen hat. Wir brauchen fast 2 Displays, um eine Super Rare zu ziehen, die wir haben wollen. Das heißt, die Baron, die wir vielleicht nur in Super Rare haben wollen, brauchen wir 1,64 Displays. Mathematisch, ja. Um eine zu ziehen. Das ist richtig. Nur die Super Rare. Dann hast du noch die Chance, die in eine andere Rarität zu bekommen. Und in der anderen Rarität zu bekommen. Und eine von den anderen Slots, in jedem 4. Pack, ist ja eine andere Rarität. Und da hast du ja nochmal die Chance, die Karte zu bekommen. Ich glaube, dass die Chance, in einem Display eine Baroness zu bekommen, relativ hoch ist. Ich glaube, dass das ganz schön unterschätzt wird, wie die verschiedenen Raritäten in Relation zu dem Booster selber einen Unterschied machen. Denn, was man nicht vergessen darf, ist, die machen das anders wie bei den sonstigen Packs. Weil die müssen das anders machen. Weil, so wie sie es gesagt haben, können die es nicht fürs Display aufteilen. Also, können sie schon, aber es wäre halt super aufwendig. Denn die sagen ja, in jedem vierten Pack hast du die Chance, die Karte zu bekommen. Rein mathematisch. Heißt, sie müssen das quasi so aufteilen, dass sie sagen, okay, das und das ist drin. Das bedeutet aber auch, dass wir wahrscheinlich nicht safe in einem Display so und so viele von diesen verschiedenen Raritäten haben. Sondern das wird ein bisschen schwanken. Und klar, eine Super Rare Baroness zu ziehen, brauchst du 2 Displays von. Also ne, 1,64. Aber du hast ja trotzdem die Möglichkeit, mathematisch in den anderen Slots die Karte trotzdem zu ziehen. Und Baroness ist ja nicht alles, was im Set drin ist. Zu haben. Wenn sie nicht Shortprint sind, brauchen wir ungefähr 4,8 Displays. Fast 5 Displays, um ein Super Rare Playset von der Karte zu bekommen. Achso, ein Playset, ja. Aber du sprichst gerade Baroness an, Daniel, und Baroness ist ja eine Karte, die du als One-Off spielst. Heißt, du brauchst von der kein Playset. Ne, das, also das macht keinen Sinn. So, du gehst ja jetzt nur noch der Super Rare und es gibt ja die anderen Raritäten noch drin. Ich glaube, dass die Rechnung ein bisschen, also die Rechnung ist zwar nicht falsch, aber die geht nicht so auf, wie es nachher sein wird, glaube ich. Das ist krass. Das ist sehr, sehr krass. Weil, gehen wir mal auf normales Set. So, Kartklasse. Gehen wir mal auf Dual Nexus. Wir haben jetzt die Raritäten, glaube ich, schon, ne? Raritäten. So, das heißt, du hast im Set hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Super Rares. Du hast 24 Packs. So, und von den Super Rares, also du hast in jedem Pack eine Super Rare, 4 Ultras, 2 Secrets. Das heißt, du hast 18 Packs, wo Super Rares drin sind. Das heißt, um eine Super Rare zu ziehen aus einem Display, brauchst du doch genauso viele wie aus dem anderen Set. Also das ist doch mathematisch, ist doch die Chance, glaube ich, genauso groß, die Karten zu ziehen, wie jetzt aus dem anderen Set. Oder nicht? Oder bin ich jetzt komplett dämlich? Weil du kriegst ja in jedem Pack 2 davon. Die Rarity Collection gibt es keine Unboxing für, weil das sind ein bisschen nur die aus dem OCG. Und ich glaube, dass das... ich weiß nicht, also... Ich glaube, die Chance, eine Super Rare zu ziehen, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Oder bestimmte Karten zu ziehen. Krass, und es ist die... Es gibt Leute, die kaufen sich 1 oder 2 Displays von einem Hauptset, um nur eine Secret Rare rauszuholen, die in 10 ist. Ja, aber das ist ja trotzdem der geringe Teil. Lowest Rarity in den Sets. Also hat Julio damit schon recht, dass wir uns nicht vorstellen können, wir holen uns das Set und haben dann ein Playset Droplet. Das wird so, selbst ohne Shortprints, nicht funktionieren. Nee, sagt ja auch keiner. Also das sagt ja auch keiner. Also grundsätzlich Produkte zu kaufen und zu erwarten, ich ziehe davon Playsets von Karten. Ist ja inhärent schon mal nicht so clever. Also jetzt rein grundsätzlich. Und, aber es geht doch darum, dass doch der Preis von den Karten durch die Verfügbarkeit doch so viel günstiger wird. Also so viel günstiger, dass du selbst in Baroness, selbst wenn die Leute 3 Displays öffnen müssen, um eine Super Rare Baroness zu ziehen, sind doch trotzdem, dadurch, dass so viele Leute das Produkt kaufen werden, von der Menge so viel mehr Karten verfügbar auf dem Markt, dass der Preis sinken muss. Und ich glaube nicht, dass du nachher für eine Baroness Secret Rare, für eine Baroness Super Rare, mehr als 10 Euro bezahlst. Das würde mich super wundern. Ich denke, dass die eher geringer ist in dem Hauptset. Nee, ich glaube, dass die Chance wahrscheinlich relativ ähnlich ist. Weil du hast 18 Slots. Du hast 26 Super Rares. Wahrscheinlich sogar ein bisschen höher am Hauptset die Super Rares zu bekommen, als die jetzt in dem Set ist. Ich glaube, die Setliste wird sehr ähnlich zu der OCG-Liste sein. Wir werden es ja sehen, wenn es halt kommt. Weil wir haben 80 Karten im OCG gehabt. Und bei uns sind es 79. Und das OCG hat Max C gehabt. Und deswegen glauben alle, dass wir genau dieselbe Setliste bei uns bekommen. Weil es halt weird wird. Also es ist generell 79 ist halt eine sehr weirde Zahl für ein Set. Und deshalb glauben halt alle, dass wir dann halt alle Karten bekommen, außer halt Max C. Und bei 20 Euro, ich glaube nicht, ungelogen, ich glaube nicht, dass wir 20 Euro für eine Baroness bezahlen müssen. Weil ein Baroness ist ein One-Off. Was erstmal sehr viele Competitive-Spieler schon haben, die das halt sich nicht leisten konnten oder wollten, haben das noch nicht. Aber dieses Produkt wird halt so viel geöffnet, dass ich nicht glaube, dass wir nachher so wenig Kopien davon haben, dass die Karte so teuer wird. Ich glaube nur das Herz der Karten, ja. Ich glaube nur das Herz der Karten. Ja, das Anwachsen. Du weißt ja nicht, ob die Raritätsverteilung oder die Ratios bei uns genau sein wie im OCG. Das ist ja alles erstmal nur Spekulation. Ne? Das ist natürlich jetzt auch von Julian Spekulation, auch von Daniel Spekulation, von mir auch Spekulation, wir spekulieren jetzt alles nur. Aber ich glaube, dass das inhärent ja durch das Produkt selber die Preise so krass droppen werden. Und einfach wegen der schieren Menge, wie das geöffnet wird, weil da einfach so viele Chase-Karten drin sind. Wir haben von 79 Karten 20, die wirklich halt richtig gut sind, und vielleicht nochmal so 15 bis 20, die solide sind, die vielleicht nicht viel Value haben aktuell, aber die wirklich halt solide Karten sind. Ne, du kriegst 5 Karten im Booster, also 5 Karten, 2 Super Rares. So, also das hat Konami gesagt. Also Konami hat das veröffentlicht und hat gesagt, es sind Super Rares drin, Ultra Rares, Secret Rares, Quarter Century Secret Rares, Platinum Secret Rares, die Collectors Rare Dinger und die Ultimate. So, du kriegst in jedem Pack, kriegst du 2 Super Rares, eine Secret Rare und 2 Ultras. Und mit einer 1:4 Chance, dass diese Karte oder 1:6, dass eine von diesen Karten, eine von den anderen Karten Raritäten ist. Ne? Heißt 5 Karten pro Pack, 5. Ne? 2 Super Rares. Das meine ich, du hast halt eine 1:5 Chance, dass eine von den Karten eine Baroness ist. Und die Chance ist ja eigentlich sogar höher, weil du ja bei jedem 4. und bei jedem 6. Pack noch eine höhere Chance hast, dass die Karte, die du halt das Upgrade bekommst, dass diese Karte auch eine Baroness ist. Also wenn es nur um Baroness selber geht, glaube ich schon, dass die Chance, eine Baroness zu ziehen, deutlich höher sein wird. Ich glaube, wir werden nachher viel mehr Kopien davon haben, als wir es jetzt haben. Und dadurch wird die Karte deutlich günstiger. Ja, dazu ist das Set zu groß und wir haben zu wenig Super Rare Slots als Lowest Rarity. Ein weiteres Beispiel, was so aber auch nicht ganz funktioniert, wegen der 1:4 Chance auf eine Platinum oder eine Quarter Century Secret Rare, sind die Secret Rares. Wir haben 24 Booster pro Display, wir haben eine Secret pro Booster. Das heißt, wir haben ohne die Quarter und ohne die Platinum Secrets, haben wir hypothetisch 24 Secrets pro Display. Ja, aber das ist ja auch, also 1:4 hast du es ja. Das heißt, das zählt halt viel hoch. Das heißt, du hast halt in 24 Set hast du halt 19 Secret Rares. Wie gesagt, das stimmt so nicht. Wir haben dann diese Quarter Century und die Platinum drin. Nur um die Rechnung jetzt zu vereinfachen und euch zu zeigen, wie insane das ist, brauchen wir 3,29 Displays, wie gesagt ohne die High Rarities, um eine Secret zu ziehen. Das heißt, um eine Secret Baron zu kriegen, um die Chance zu haben, jede davon einmal zu ziehen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ich glaube, das ist der wichtige Takeaway. Ja. Und ich erinnere nochmal an die Hauptsets, wo wir 10 Secrets haben und wir kriegen 2 pro Box. Das ist schwieriger. Ne? Eine bestimmte davon zu ziehen, rein mathematisch. Ist das schwieriger, mathematisch, davon die zu ziehen. Ne? Und deshalb sind die auch teurer. Und ich weiß halt nicht, also ich weiß, worauf er mit der Mathematik anspielt, jetzt ohne jetzt krass zu kritisieren, weil die Idee dahinter ist ja eigentlich ziemlich clever, ob sich das lohnt oder nicht. Aber ich glaube, sich die Rarity Collection selber zu kaufen, muss man, glaube ich, für sich selber entscheiden, weil ich weiß gar nicht, wie teuer die aktuell ist. So ein Display kostet aktuell 90. Ich glaube, das ist nicht wert. Ich glaube, das ist nicht wert. Und da sind wir uns alle einig, den Value aus dem Set rauszuziehen, ist super schwierig. 90 Euro rauszuholen aus 24 Boostern halte ich für unrealistisch. Aber der Preis ging ja trotzdem. Und ich glaube, worauf er anspielen möchte, ist halt, sich dieses Produkt selber zu kaufen und zu erwarten, ich gehe damit plus oder ich bekomme alle Karten, die ich brauche, lohnt sich nicht. Und da ziehe ich mit. Wenn ihr bestimmte Karten haben wollt, aus dem Produkt, wenn es wirklich spezifische Karten sind, wo ihr sagt, die will ich haben, kauft es euch nicht. Also kauft euch wirklich nicht das Produkt. Wenn ihr aber viele dieser Karten haben müsst und braucht, dann kauft euch das. Weil ihr kriegt ja so viele verschiedene gute Karten im Set, dann lohnt sich das. Ein Opening aus dem OCG angucken. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns das angucken sollen. Ja, aber ich glaube, dass die Chance, dass ich in der 10 sogar größer ist, die Secret zu ziehen, als in dem Set. Aber wenn wir uns aufs Hauptset bezieht, ist die Chance ja hier sogar wirklich geringer, die Karte zu ziehen, die du halt haben willst. Also die bestimmte Secret zu bekommen, die du halt haben willst. Und krass, das ist ein Secret, das war ein Secret, oh mein Gott, die wollte ich mit die Karte. Egal. Ich glaube aber, dass das sogar im Hauptset schwieriger ist. Deswegen muss man aber auch argumentieren, das Set hier ist ja auch teurer als ein Hauptset. Ein Hauptset selber kostet immer um die 60. 90 finde ich schon krass. Ich glaube, ein Case kostet das mal 12. Ich glaube nicht, dass das weniger ist. Rarity. Ups, ich kann Rarity nicht schreiben. Booster. Dann 12 Boxen. 1000. Es ist ein bisschen günstiger als die Einzel zu kaufen, aber nicht viel. Aber wenn du 90 pro ausgibst, ne, du hast 12 Stück drin. Der ist sogar teurer als. Hä, macht gar keinen Sinn. Das macht ja gar keinen Sinn. Weil du zahlst 900, 990, 1080. 1080 für 12. Das ist ja teurer. Gar keinen Sinn. Also du zahlst 1080, wenn du dir 12 einzeln holst. Und der sagt, zahl mir für ein ganzes Case 1014. Ich glaube schon, dass der Preis droppen wird, wenn die Leute wissen, wie viele Produkte die bekommen. Ich glaube, dass ein paar von denen das schon wissen. Ja, hier Victor ja genauso, ne? Der hat ja schon, ne, der kriegt jeweils 5 Cases und hat ein paar Displays wahrscheinlich noch. Aber ich glaube, dass der Preis unrealistisch ist. Weil das ist ja mehr als 12 davon kosten. Das macht ja gar keinen Sinn. Also das ist ja wirklich kompletter Schwachsinn. Also das wird auf jeden Fall sinken. Ja. Ja, guck mal, was Daniel zu sagen hat. Brauchen wir 3,3 Displays. Um jede einmal zu. Um jede einmal zu. Ein Playset braucht ihr schon fast ein Case. Das ist crazy. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Es ist hier wirklich die Frage, lohnt es sich tatsächlich Displays zu kaufen? Nein. Meiner Meinung nach wegen den High-Rare-Karten, ne? Weil es einfach wirklich Chase-Karten in High-Rarity gibt. Beispielsweise eine Baron in Quarter Century oder ein Predator Plant in Ultimate und Collectors und so weiter. Sind coole Karten, die auf jeden Fall Plays sehen werden. Lohnt es sich dafür, müsst ihr tatsächlich dann für euch entscheiden. Weil die Pull-Rates, die werden... Also ich sage nein. Ich glaube, also rein vom Finanziellen her lohnt sich das nicht. Wenn es um das Finanzielle geht, ich brauche bestimmte Karten. Wenn ihr einfach ein cooles Produkt aufmachen möchtet und ihr happy seid, was auch immer ihr zieht. Denn ihr habt ja eine relativ hohe Chance, wirklich auch High-Rare-Karten zu ziehen. Also Secret Rare, die OCG Ulti, ne, die Collectors Rare Dinger. Also ihr habt ja wirklich eine sehr hohe Chance aus dem Display, wirklich ein paar davon rauszuziehen. Also das ist schon, dafür lohnt es schon. Um bestimmte Karten zu ziehen, nein. Aber es ist ja bei dem Display, bei einem Booster immer so. Ne? Ihr kauft euch ja nicht Booster, um sagt, ich will bestimmte Karten daraus ziehen. Sondern entweder kauft ihr Booster, weil ihr sagt, ich habe Bock mal aufmachen. Oder das Booster öffnen ist so viel weniger wert, als die Einzelkarten zu kaufen. Dann holt man sich halt die Booster, weil man halt so viel mehr Value rauszieht. Ja. Also ich habe mich auch gewundert, wenn die schon irgendeinen Preis haben, der da rangeht. Insane crazy sein. Ihr müsstet euch einen insane Amount kaufen, um genau das zu ziehen, was ihr eigentlich haben wollen würdet. Mhm. Frage, lohnt sich dann nicht eher die Singles zu kaufen, wenn es so schwierig sein wird, einzelne Karten zu ziehen? Definitiv. Das mal dazu. Schreibt mir zu allem, was wir jetzt heute besprechen, gerne auch zu den Pull-Rates, wie gesagt, ohne Shortprint. Wenn die Shortprints reinkommen, dann sind wir doomed, Alter. Dann ist das Set, wird crazy. Wir wissen da noch nichts. Ich hoffe, dass Konami einfach sagt so, wir hauen das so raus, weil das ist Shortprint genug. Aber schreibt mir eure Meinung, wie gesagt, gerne mal unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass die... Ja, es ist halt weniger als im Hauptset, aber gar nicht so viel weniger. Prozentual gesehen. Allein schon die gehypten Preise der Reprint-Sets von LOB waren teilweise 220 im VK und jetzt haben sie den normalen Hauptset-Preis. Ja, aber das ist halt, also, das war klar, weil wir nicht wussten, wie viele wir bekommen und wie krass das ist. Deswegen lohnt sich sowieso immer. Kommt aus Set an. Es gab manche Sets in den vergangenen Jahren, wo ich jedem gesagt habe, hol ich das Set, weil ihr mit dem Set immer plus geht. Es gab nicht viele davon, aber Dual Davis Header zum Beispiel, Dual Power und was war das andere Set, wo die ganzen Link-Monster gekommen sind? Dual Overload oder so ein Scheiß. Die Sets, die haben sich einzeln immer gelohnt, weil ihr immer plus rausgezogen habt. Also das, du konntest mit dem Set quasi nicht minus gehen. Ja, Hypernova war nicht so krass. Ich glaube, das Set, wo Nadir Servant drin war, war auch so krass. Weil da auch, also die Chance, nicht so krass zu ziehen, war super gering. Und wenn du halt krass gezogen hast, mit Tactics, mit Nadir, hast du halt so viel plus gemacht, dass sich das halt mega gelohnt hat, da rein zu jeden. Und das sind so Produkte, die halt wirklich halt lohnt. Okay, kaufst du das Produkt und du weißt, wenn du das Produkt kaufst, hast du nachher mehr Geld. Ne? Das lohnt sich halt schon. Und ich glaube, dass die Rarity Collection selber, dass die zu teuer ist, sich die jetzt schon zu holen für 90 €, das Display. Weil ich glaube, dass wir so 2-3 Wochen vorher mehr wissen. Entweder haben wir alle Pech und die schießt in die Decke, schießt nach oben an die Decke, weil die halt so krass gehypt wird und das so teuer wird, dass es nach 120 für Display kostet. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie sich vom Preis nach unten korrigieren werden. So, dann zur nächsten Frage, beziehungsweise zum nächsten Thema. Und zwar geht es um die Kartenliste. Was natürlich aber sein kann, also ich hoffe, das macht Konami nicht, dass sie ein komplett anderes Set machen da draus. Also, dass sie hier die Karten, die sie genannt haben, die es in Japan gibt, dass die mit dabei sind. Aber der Rest komplett umgeswappt wird. Also das wäre der größte A-Move, den ich jemals gesehen hätte, wenn sie das wirklich so machen. Die Kartenliste, muss man sagen, ist sehr, sehr nice. Angemessener Preis, glaube ich, für das Set 75. Also um den Dreh. Ja, also Viktors Punkt stimme ich genau zu. Wir mutmaßen ja, dass wir genau dasselbe Set bekommen, was das OCG bekommen hat. Was aufgrund unserer 79 Karten im Vergleich zu deren 80 ja irgendwie Sinn ergibt. Ich habe schon, dass wir vielleicht einige von den Karten switchen werden. Vielleicht nicht alle, aber einige. Na, aber selbst, ich habe ja schon gesagt gehabt, selbst diese 9 Karten, die wir gesehen haben, selbst die wären es ja wert, dass das Set geprintet wird, aber nicht um da rein zu investieren. Ne? Also um da wirklich rein zu investieren, um halt wirklich Geld rauszuholen, lohnt sich in der Regel kaum ein Yu-Gi-Oh! Set. Und das ist schon in den letzten Jahren immer so gewesen, dass du fast immer Minus gehst mit den Sets. Ja, das war auch krass, aber du konntest auch mit dem Set Minus gehen. Weil die Büssels waren krass, weil die halt die Super Rares waren, die halt teuer waren. Du hattest die Kashira-Karten, die teuer waren. Aber du hattest halt nicht so viele Secret Rares, die teuer waren. Das heißt, du hattest das Geld nicht bei den Secret Rares, sondern viel bei den Ultras und bei den Super Rares. Das heißt, das Set im Großen und Ganzen hat ungefähr dasselbe quasi eingespielt wie jetzt ein anderes Hauptset, wo die Secret Rares besser waren und die Secret Rares wirklich halt teuer waren. Ne? Ich glaube, das hat sich so ein bisschen geschiftet in dem Set. Weil, ne, Magnamut war krass teuer, dann der Fenrir, dann Unicorn, die eine Fiesel, die einzige Secret Rare und der Rest war so, ne, der war halt da, ne? Und vorher war es immer so, dass halt so 2-3 Secret Rares gab, die so richtig valuable sind. Und wenn du eine von ziehst, hast du halt mega plus gemacht. Und ein paar von Ultras gingen auch ein paar Euros, ne? Und in dem Set war es halt so, die Ultra Rares waren halt, ne, Chase-Karten, die waren teuer und der Rest war halt so ein bisschen, ne. Ich glaube, wenn ich so zurückdenke, das letzte Set, wo ich sagen würde, das hat sich jetzt ein Set, glaube ich, gelohnt, was, glaube ich, Power of the Elements, wo wirklich selbst die Ultra Rares ein bisschen Value gehalten haben und die Secret Rares nicht ganz scheiße waren. Ne, wenn du halt dann ein paar reingezogen hast, war es halt insane. Aber du hast auch ein paar andere Secret Rares gehabt, die so ein bisschen Value hatten. Das heißt, wenn du halt eine gute Secret Rare gehabt hast, gepaart mit irgendeinem paar Ultra Rares, hast du halt mega plus gemacht. Oder wenn du halt 2 nicht so ganz so krasse Secret Rares gehabt hast, aber du hast ein paar gute Ultra Rares gehabt, bist du trotzdem halt irgendwie plus rausgegangen. Ja, genau. Power of the Elements, aber Appaloosa, Alter, hat ein Ulti, würde ich auch sick. Ja, also Appaloosa verstehe ich auch nicht, warum das nicht drin ist. Aber ich finde es cool, dass wir Unicorn bekommen in dem alternativen Artwork. Weil ich finde das alternative Artwork so viel geiler als das klassische Artwork. Ich finde es halt geil, dass EP auf ihm reitet. Und ich finde es einfach cool. Und das als, ich glaube, ich würde mir sogar als Super Rare holen. Oder als Ulti, wenn die nicht so teuer ist. Ihr seht sie beispielsweise auch sehr, sehr gut abgebildet im Video von Julio. Könnt ihr auch gerne noch mal reinschauen oder einfach ein paar Minuten vorscrollen und dann pausieren, um euch die Kartenliste anzuschauen. Im TCG wurden 79 Karten angekündigt für das Set. Ja. Und im OCG waren es 82 Karten. Eine Karte, wo ich mir... Echt? Waren es echt 82 Karten, die angekündigt haben? Die Collection OCG. Nee, 80. 80 Karten. Was sagen Sie? Weil ich... Also das war ja der Punkt, den wir alle hatten, als wir das erste Mal die Setliste gesehen haben. Okay, 80 Karten war zum OCG und da ist Max C drin. Und dann sagen die bei uns 79, okay, dann machen die einfach das gleiche Set und lassen Max C raus. Das war ja der Gedanke dahinter. Und das macht dann ja auch Sinn. Ne? Und deshalb glauben ja auch alle, dass wir dasselbe Set bekommen. Aber das ist ja, wie gesagt, nur eine Assumption. Wir wissen es ja nicht. Aber das wäre ja eine naheliegende Annahme. Warum sollte Konami sich extra mal die Mühe machen, das Set zu verändern, obwohl es ja eigentlich so echt ein gutes Produkt ist? Mir vorstellen kann, dass sie auf jeden Fall rausfällt, ist Max C, weil Max C bei uns einfach verboten ist. Ja. Zweiter Ansatz, den ich tatsächlich auch schon von anderen Leuten gehört habe, wenn ich noch wüsste, wer es war, würde ich es jetzt auch hier verlinken, ist, dass die zwei Altarts, Eldlich und Unicorn, dass die beide rausfallen. Und dann wären wir tatsächlich auch bei den 79 Karten. Wir haben eine... Nee, wir sind auch da. Das sind 80. Also sind 80 Karten. Also ist wirklich nur Max C, das anders ist. Handvoll Karten wie den Savage Dragon, der jetzt tatsächlich für das Set angekündigt wurde, der auch mit dem OCG quasi übereinstimmt. Ich stimme renneBrain zu, dass es jetzt ultra arschig wäre, ja, wenn Konami das sagt, so nein, sein Vater. Wir ändern das komplette Set bis auf die Karten, die wir jetzt bekannt gegeben bekommen haben. Das wäre crazy und es wäre super, super traurig und ja, schreibt mir wie gesagt auch eure Vermutungen und eure Wünsche für das Set unten in die Kommentare. Findet ihr die OCG-Liste gut, also die Setlist? Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Das waren jetzt so ein paar Themen, die ich wie gesagt nochmal ansprechen wollte. Ich kann mir gut vorstellen, dass das TCG-Set ja genauso aussieht wie das OCG, ja, mit Ausnahme von den drei Karten, die wir jetzt gerade besprochen haben, also Unicorn, Eldlich und Max C. Dass wir das Set einfach ohne die Altarts bekommen und ohne Max C. Ich fände das super realistisch, fände es auch super geil, weil es wie gesagt extrem gute Karten dann drin hat, es würde super Sinn machen und ich glaube auch nicht, wie renneBrain auch gesagt hat, dass sich Konami mehr Mühe macht, als sie eigentlich müssten. Ja, das kann schon sein, dass sie das Set einfach so lassen. Wir müssen die Openings abwarten von den Influencern, kurz bevor, so 2 Wochen vor... Also, Cardjournalist und Schattenspieler jetzt abonnieren, weil das sind die einzigen, die wir so sehen werden. Vor Release, aber jetzt können wir dazu... Seine Vermutung war, weil nach seiner Auffassung, dass er 82 Karten hatte, was wir gerade angeguckt haben, was ja 80 waren, was ich mir auf dem Kopf hatte, dass er sagt, okay, Max C ist nicht drin, weil verboten bei uns, und die zwei Altarts nicht drin, weil das die Karten sind, die eigentlich schon mehrfach geprintet wurden. Das war der Gedanke dahinter. Dazu tatsächlich noch nichts sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Das wird mich mega freuen und unglaublich unterstützen. Vielen, vielen Dank für den Support. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao, Leute. Das ist ja geil, das Ding. Ja. Auf meiner Seite aus nochmal, an alle, die das jetzt gerade auf YouTube sehen, weil das wird garantiert ein YouTube-Video, weil das eigentlich ganz cool war. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das ähnlich kritisch seht, also kritisch wie jetzt Daniel hier, Jackie D, oder ob ihr das ein bisschen, ja, ein bisschen mehr so seht wie ich, oder lasst mir einfach eure Meinung einfach mal in den Kommentaren wissen, würde mich mal interessieren, was ihr jetzt dazu sagt. Also einfach, was ist euer Take an das Ganze? Denn ich glaube, Konami wird einfach das OCG-Ding nehmen und sagen, hier, nur ohne Max C, selber Raritäten, der Preis von allen Karten wird unglaublich droppen. Das ist mein Tick, schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt.